Eine Tätigkeit für zwei Personen. Sex! Na, endlich sagt's mal jemand! Los, komm her, dreh dich um! Muss aber nicht. Eine gute Springmaus muss Freude am Leben haben. Ich freue mich wahnsinnig, hier zu sein. Ja, das freut mich. Jemand, der die Welt durch eine komische Brille sieht. Bist du dir sicher, dass das eine Yoga-Übung ist? Mir kommt das irgendwie komisch vor. Ja, das ist der schlafende Schwan. Jemand, der seine Welt auch wahrnimmt. Und auch Dialekte und Menschenkenntnis hat. Das hatte wer aber beim Check-in gesagt, dass wenn sie nackt sich auf der Eisbett legen, sie festfrieren. Ah ja. Nicht jemand, der unter Druck kleiner wird auf der Bühne. Scheiße, ich habe keinen Text. Können wir davor aus der Dusche rausgehen? Sehr gerne. Sondern jemand, der sagt, boah, ich liebe das, ich habe keinen Text und jetzt werde ich ihn erfinden. Schnurrt jetzt nach kaputt, nach kaputt, was hier ist, nach kaputt, reagiert, was so rot ist und rot ist. Jawohl, das hätte ich mir gewünscht. Ja, ran da. Aber willst du auch, dass es blutscht? Also ich lache Tränen jedes Mal, wenn ich dabei bin. Ganz, ganz toll. Sören? Ulf? Bist du nicht mit dem Flugzeug abgestürzt? Doch, damals, hier in der Nähe. Dass du dich daran erinnern kannst. Du bist doch mein Bruder. Wie könnte ich dich je vergessen? Stopp, das trieft ja schon. Das Eis schmilzt dann zu schnell. Ich finde die musikalische Untermalung war am besten. Das ist einfach dann wirklich doch nochmal was anderes. Und mit den verschiedenen Genres und so macht mir immer am meisten Spaß. Ein Vogel wollte Hochzeit feiern. Ah, das ist auch schön. Also Langform zum Beispiel war für mich einigermaßen neu und ich war aber total begeistert. War super gemacht. Was machst du denn beruflich? Ich bin dualer Student. Dualer Student? Ja. Das sieht man gar nicht. Das ist echt. Hätte ich nicht gedacht. Dualer. Da sind Geschichten erzählt worden, da sind Dinge verflochten worden. Das war nicht nur das Nacherzählen dieses Interviews, sondern es ist da eine neue Fantasie entstanden. Also ich bin dual. Ach, nicht. Ich hab es immer gewusst, das mit dem, was nicht stimmt, von mir hatte das nicht. Auch das Wechselspiel von schauspielerischen Elementen, wirklich guten Gags. Ich würde so unheimlich gerne bei dir vorbeikommen und so, was sagst du? MTLA. Ja. Ja, ich bin bei der Telekom. Das finde ich Improvisation pur. Das hat mir. Ich kriege jetzt so eine Gänsehaut, wenn ich das nacherzähle. Ja, wenn Sie das ein bisschen enger machen könnten, wäre schön. Der Stoff kommt aus Beirut. Ehrlich? So. Ja. Ach, ich hoffe einfach, dass die Springmaus noch arschlange weiter improvisiert, weil das braucht Deutschland. Sag es, Nobby, sag deinen Satz, in die Kamera, komm. Ich bin eine tödliche Comedy-Waffe. Danke. Mir fällt auf alles ein Spruch ein, ich habe immer was.